Wie war das mit dem Siegel? Ich fürchte, du überstürzt das, Liebes. Du wirst zuerst das Mondsiegel finden müssen. Dich erwartet eine Prüfung. Der Sohn Gaeas ist erfreut. Oshtur führt meine Hand. Wo ist das nächste Mondsiegel? Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Grab von Will Walker, einem berüchtigt grausamen, aber effektiven Vampirjäger. Blade hätte ihn gemocht. Sie glaubt an unser Ziel. Agathas Haus.
Blüffend. Atum erfüllt alles. Dieser Bereich fühlt sich falsch an. Ich spüre ein altes Leid. Mitglieder des örtlichen Zirkels wurden hier verfolgt. Und noch Schlimmeres. Hexen? Salems Hexengeschichten wurden mit den Jahren ausgeschmückt. Doch einiges daran bleibt wahr. Die Hexen von Salem gaben ihr Bestes, um Shaw aufzuhalten. Doch er hetzte seine Gemeinde auf sie. Was zu den berüchtigten Hexenprozessen von Salem führte. Als der bedrängte Zirkel um Hilfe bat, brachen Lilith und Sarah auf, um ihn zu unterstützen. Sie kamen mit der Abtei aus Transia nach Salem, um einer ihnen unbekannten Gruppe zu helfen? Das klingt unglaublich, aber du hättest sicher dasselbe getan. Deswegen sind doch heute die Suns hier, oder? Abgesehen davon sahen deine Mutter und Sarah die Anzeichen von Cthons Einfluss. Sie wussten, dass in Salem nicht nur eine Hexenverfolgung im Gange war. Cthons Verderbnis hatte, genau wie die Kolonisten selbst, Wurzeln in der neuen Welt geschlagen. Und während Lilith und Sarah noch in Transia beschäftigt waren, vertrauten sie den Rittern von Wondergor eins der Mondsiegel an. Und brachten es dem Zirkel in der Hoffnung, dass er damit Shaw würde bezwingen können. Aber dazu kam es nicht. Leider nein. Als die Seuche nach Salem kam, also diejenige, die auch deinen Vater befiel, hetzte Shaw seine Herde weiter auf, indem er einfach dem Zirkel die Schuld daran gab. Und die Hexen? Die Meute war grausam. Und der Rest ist Geschichte. Aber was ist mit dem Mondsiegel? Nach den Prozessen verschwand das Mondsiegel, zusammen mit Shaw. Ohne Rückschlüsse zu ziehen, wissen wir beide wohl genau, wo es gelandet ist. Wenn das seine Kirche war, ist das Siegel möglicherweise noch hier oder hier in der Nähe. Du liest meine Gedanken. Weidmanns Heil, Liebes.
war die... Das muss Shaws Arbeitszimmer sein. Wie lange haben sich die Hexen von Salem vor ihrem Ende hier versteckt? Hier sieht es so einsam aus. Wie lange haben sich die Hexen von Salem vor ihrem Ende hier versteckt? Atum antwortet nicht. Die Göttin der Ordnung ist erfreut. Solchen Schutzbann habe ich auf diesem Gelände noch nicht erlebt. Und doch kommt er mir vertraut vor. Wie die Schutzbanne, die Wanda zum Schutz von Dr. Stranges Sanktum aufgestellt hat? Gut beobachtet. Vielleicht solltest du den lieben Doktor auf seine Erkenntnisse ansprechen. Und Hunter, sieh dich vor. Dr. Strange ist kein Narr. Vorerst adieu. Hunter, ich habe nur die Sammlung bewundert. Diese Bibliothek wurde mit großem Aufwand bestückt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich mich etwas umsehe? Natürlich nicht, Doktor. Die Bibliothek ist für uns alle da. Wie ich sehe, interessiert sich außer mir noch jemand für diese Werke. Du hast dich doch nicht in etwas Gefährliches verwickeln lassen? Ich habe etwas auf dem Abteigelände gefunden, das du dir ansehen solltest. Oh, klingt geheimnisvoll. Unbedingt. Geh bitte vor. Normalerweise entferne ich mich nicht so weit von der Abtei, besonders nachts. Es macht Tony nervös, weißt du? Hier liegt etwas Unheimliches in der Luft. Diese Kirche gehörte einem Prediger namens Hiram Shaw.
Er hat Salem gegen den Zirkel aufgebracht. Ein Demagoge und eine verängstigte Bevölkerung können viel Böses bewirken. Das war noch nicht alles. Es war richtig, dass du mir das gemeldet hast, Hunter. Ich fand, es ähnelte einem deiner Schutzbanne. Dafür gibt es einen Grund. Wanda hat sich bei ihrem Versuch, das Sanktum zu beschützen, auf dieselbe Magie berufen. Aber was jagst du dort draußen? Mit diesen Schutzbannen spielt man nicht. Das weiß ich erst, wenn ich daran vorbeikomme. Kann man den Schutz irgendwie aufheben? Leider nicht. Was wäre ein Schutzbann, wenn er sich so mir nichts, dir nichts durchbrechen ließe? Doch zumindest in letzter Zeit habe ich mich auch einmal geirrt. Hast du irgendeinen Verdacht dazu, wer das hier beschworen haben könnte? Wanda hat viel Zeit hier draußen verbracht und sie hatte die Macht. Sie hat durchaus Erfahrung mit diesen Zaubern, aber wieso sollte sie das tun? Der einzige Weg, Gewissheit zu haben, ist es, zur anderen Seite hindurch zu gelangen. Ich werde darüber nachdenken und versuchen, einen Weg zu finden, dir zu helfen, Hunter. Doch vorerst musst du geduldig sein.